Ja, willkommen zurück hier auf dem FEM Channel. Unser nächster Speaker ist Yannick. Er hat Medientechnik studiert und sich dabei unter anderem mit Livestreaming im Internet und auch Algorithmen der Videokompression beschäftigt. Jetzt in diesem Talk möchte er uns einmal die Grundlagen der modernen Kompressionsalgorithmen erklären. To all the English speaking listeners, this talk will also be translated into the English language. For this, please open the language selection tool in the web player and select the translated stream. Und nun, viel Spaß bei diesem Talk. Hi und willkommen zu meinem Vortrag Grundlagen der Videokompression. Es soll um die Grundlagen, also um die Barebones jeder Videokompression gehen, die eigentlich in fast allen Standards umgesetzt wird. Ganz kurz zu mir, ich bin Yannick, ich studiere Medientechnologie an der TH Köln und ich bin Entwickler bei Uncast. Uncast ist eine Alternative zu Twitch, die man selber auf seinem eigenen Server aufsetzen kann. Im Internet findet ihr mich hier unter den ganzen Links halt. Worum geht es in diesem Vortrag? Generell die Kompression, die verlustbehaftete Kompression von Videodateien. Wie gerade schon gesagt, sollen die Grundgedanken gehen, ohne jetzt auf eine spezielle Implementierung einzugehen. Daran hangele ich mich an den MPEG-Standards, das heißt H.264, 5 und 6 und MPEG-TS1. Außerdem soll es einen kleinen Vorschau auf den kommenden Standard H.266 oder VVC geben. Es wird allerdings nicht jedes Detail erläutert. Wie gesagt, dieser Vortrag soll 20 Minuten gehen und ersetzt damit natürlich keine 6 Monate lange Vorlesung. Aber ich denke, das sollte jedem klar sein. Wir fangen an mit einem kleinen Lexikon. Das heißt ein Pixel. Ein Pixel besteht typischerweise aus mehreren Kanälen, zum Beispiel Rot, Grün, Blau. Manchmal ist auch ein Alpha-Channel dabei, manchmal nicht, manchmal sind die Channel anders benannt. Außerdem gibt es dann ein Bild oder ein Frame und ein Frame hat dann mehrere Pixel, die in so einem Raster angeordnet sind. Zum Beispiel ist ein Raster dann 4 zu 3 oder 16 zu 9 oder wenn man aus TikTok kommt, halt 9 zu 16. Wenn man dann eine Menge an Bildern oder Frames hintereinander anordnet, wird daraus eine Sequenz. Das habe ich jetzt hier wie so einen Analogfilm dargestellt, die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern. Wofür brauchen wir eigentlich diese Kompression? Also, warum brauchen wir verlustbehaftete Kompression, wenn wir eigentlich doch einfach nur Video ins Internet stellen wollen oder Video generell aufnehmen und verarbeiten wollen? Dazu habe ich jetzt mal auf dem Rücken eines Briefumschlages zusammengerechnet. Wir haben drei Kanäle, habe ich gerade gesagt, drei Kanäle pro Pixel, die jeweils mit 8 Bit ausgesteuert werden. Zum Beispiel, das ist so eine relativ standardmäßige Anzahl. Wenn man das jetzt auf ein Full-HD-Bild, also 1920x1080 hat und 25 Mal die Sekunde, kommt man auf eine Bitrate von 1,16 Gigabit pro Sekunde. Und das ist einfach eine ganze Menge Holz. In der Videobearbeitung scheint das vielleicht noch tragbar. Allerdings, wenn man das dann übers Internet spielt, zum Beispiel von MediaCCC runterlädt, dann bringt das einfach zu Problemen und Telekom sagt einfach nein. Das war auch schon vorher ein Problem, bevor wir mit Full HD angefangen haben oder kleinere Videos, denn zum Beispiel so ein Kinofilm in dieser Auflösung in 90 Minuten sind 6,2 TB und das geht einfach nicht, das ist einfach viel zu viel. Kurz im Vergleich, das sind 1400 DVDs mit jeweils 4,7 Gig oder 500.000 Disketten mit 1,44 MB. Bevor wir uns allerdings darüber unterhalten, wie wir das Video kleiner machen, müssen wir uns erst darüber unterhalten, wofür wir überhaupt Video einsetzen. Also wofür nutzen wir Video und wo soll es zum Beispiel dargestellt werden. Als erstes, das ist so der klassische Anwendungsfall, haben wir Kino oder analoges Fernsehen. Dabei gibt es meistens eine Zuleitung zum Display, die ist in der Regel stabil. Zum Beispiel im Kino gibt es halt pro Saal eine Festplatte, von der dieser Film geladen wird und nichts anderes. Im analogen Fernsehen gibt es halt die Leitung, über die halt mehrere Kanäle geleitet werden, aber auch über die passiert nichts anderes. Das ist ein bisschen anders im Online- oder Heim-TV-Bereich, wo es halt Video-on-Demand-Plattformen wie MediaCCC oder Livestreaming-Plattformen wie Streaming.MediaCCC gibt und da gibt es in der Regel eine instabilere Zuleitung von der Quelle zum Display, weil zum Beispiel das Internet zwischenbröckelt oder man gerade im Zug sitzt und von dort aus streamen will. Ein weiterer Anwendungsfall ist Videotelefonie. Videotelefonie haben wir jetzt durch die Pandemie wahrscheinlich alle kennengelernt und auch schon vorher war es einfach ein riesengroßer Sektor
Und um sinnvoll an einem Gespräch teilzunehmen, ist es wichtig, dass es eine möglichst geringe Latenz gibt, damit sich die Leute nicht gegenseitig ins Wort fallen und ja, das Video und das Audio vor allem gut übermittelt wird. Es ist allen klar, gerade durch die Pandemie, dass es nicht perfekt ist. Und darum ist es nicht so schlimm, dass das Video vielleicht ein bisschen bröckelig ist oder einer schlechteren Qualität ist. Aber Hauptsache, es ist da und es wird angezeigt und es wird auch gleichzeitig mit dem Audio übertragen und auch gleichzeitig mit dem Audio dargestellt. Ein Anwendungsfall, der in der Chaos-Bubble wahrscheinlich nicht so verbreitet ist, auf den ich aber trotzdem kurz eingehen möchte, sind Überwachungskameras. Diese kommen meistens nicht alleine, sondern hier zum Beispiel schon zu dritt und filmen einfach 24/7 in der Gegend rum. Und dabei kommen unendlich große Datenmengen zusammen, obwohl meistens oder vielleicht einfach nur ein leerer Raum gefilmt wird. Und das möchten wir gut komprimieren, denn wir wollen ja keinen Kinofilm gucken, sondern wir wollen im Zweifel sehen, da läuft jemand von A nach B oder das ist ein Gesicht von einer Person und so weiter. Dementsprechend sind die Anwendungsfälle von einer Videokompression bei einer Überwachungskamera ganz anders als bei einem Kinofilm. Als letzten Punkt möchte ich noch Bilderkennung und bildgebende Systeme anbringen. Diese werden zum Beispiel in der Medizin oder in der Industrie verwendet, um Auffälligkeiten zu analysieren und halt darzustellen. Und hierbei ist es dann problematisch, wenn es vorschnell eine Kompression gibt, die wichtige Inhalte verschiebt, unkenntlich macht oder irgendwie nicht darstellt. Denn dann sieht man zum Beispiel einen Bruch nicht oder einen kleinen Gehirntumor und so weiter. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, können wir weiter darüber reden, wie funktioniert eigentlich diese Videokompression. Das Erste, woran man denkt, wenn man an Videokompression denkt, ist wahrscheinlich, dass man einfach weniger Pixel macht durch eine kleinere Auflösung. Und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben hier vier grüne Pixel und vier blaue Pixel und die komprimieren wir runter auf einen grünen und einen grauen Pixel und dadurch haben wir 75% Ersparnis. Wenn wir die beiden Pixel dann allerdings auf dem großen Display wieder anzeigen möchten, dann ist uns nicht so richtig klar, wie zeigen wir diese Daten jetzt an. Wir können zum Beispiel die Pixel einfach wieder aufskalieren, dann haben wir allerdings eine große Fläche, die am Ende eine scharfe Kante hat und innerhalb der Fläche halt keine Struktur. Das sieht dann ein bisschen aus wie beim Malen nach Zahlen und das ist vielleicht nicht das, was man haben möchte. Das nächste wäre dann, dass wir die Pixel anteilig aus den Nachbarn berechnen. Das geht beliebig kompliziert, zum Beispiel hier über einen linearen Gradient im RGB-Raum. Allerdings gibt es dann hier so einen grauen Schleier in der Mitte. Der kommt daher, dass wir im RGB-Raum interpolieren. Das kann man, wie gesagt, auch beliebig kompliziert machen. Zum Beispiel haben wir hier auch nur zwei Stützpunkte, weil wir ein eindimensionales Bild haben. Meistens gibt es allerdings ein zweidimensionales Bild und der hat dann vier Stützpunkte und so weiter. Hier gibt es noch einmal die Formel dazu. Das ist einfach lineare Anteile von den zwei Bildern, von den zwei Pixelwerten. Die Entwickler der Videocodecs haben einige Annahmen über das Videomaterial, das sie komprimieren wollen, getroffen und wie der Mensch dieses wahrnimmt. Wenn man auf diese Annahmen vertraut, kann man daraus technische Ideen ableiten. Und ich sage mal so, das hat bisher ganz gut funktioniert. So ein paar dieser Annahmen möchte ich jetzt auch euch vorstellen. Die erste Annahme ist, dass das menschliche Auge Helligkeitsunterschiede besser darstellt als Farbunterschiede. Wenn wir es also schaffen, die Helligkeit eines Pixels von der Tra Farbe zu trennen, können wir die Farbdaten mit weniger Auflösung speichern und sparen uns dadurch Bandbreite. Bisher haben wir uns ja eben über diesen RGB-Farbraum, also Rot-Grün-Blau-Farbraum, unterhalten. Bei diesem neuen Farbraum, YCBCA, gibt es dann einen eigenständigen Kanal für die Helligkeit und dann zwei für Farbaussteuerung. Die Helligkeit kann von 0 bis 1 gehen und die Farbaussteuerung von minus 1 bis plus 1. Und daraus ergibt sich dann auf der rechten Seite dieser schräg stehende Würfel. Wenn man sowohl Blau als auch Rot auf den Minimalwert einstellt, kommt man bei Grün raus. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum der VLC-Player das Bild bei Fehlerübertragung halt grün darstellt. Also grüne Pixel bedeutet immer, das ist ein Fehler oder ja, da hat irgendwas nicht beim Dekodieren geklappt. Die Idee kommt ursprünglich von der Umstellung vom analogen Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Farbfernsehen. Die älteren Geräte haben sich nur das bekannte Schwarz-Weiß-Signal aus der Helligkeit gezogen, während neue Geräte halt auch das Farbsignal halt herausgezogen haben und das farblich halt dargestellt haben. Um diese Farbwerte nun gröber als die Helligkeit abzutasten, gibt es sogenannte Color Modes und Color Subsampling oder Chroma Subsampling. Die drei verbreitetsten Color Modes habe ich hier einmal hier dargestellt.
Den Start bieten immer vier Helligkeitswerte, denen dann entweder 2, 4 oder nur ein Farbwert pro Rot und Blau zugeordnet wird. Der verbreiteteste Modus ist 4-2-0, der hier auf der rechten Seite, bei dem auf einen Farbwert vier Helligkeitswerte kommen. Der Modus wird im ersten MK-Codec vorausgesetzt und ist der Standard in so gut wie allen anderen verlustbehafteten Videocodecs. Wenn man sich die Anzahl der Blöcke ansieht, sieht man, dass bei 4.2.0 nur 6 Byte und bei 4.4.4 zum Beispiel 12 Byte übertragen müssen. Und das ist gut, weil das schon wieder die Hälfte der Pixel nur noch. Die nächste Annahme ist, dass es im Bild einen Vorder- und einen Hintergrund gibt. Und daraus ergibt sich, es gibt vielleicht Bereiche, die gröber und feiner aufgelöst werden müssen, um das Bild angemessen zu repräsentieren. Dazu gibt es einen Modus, der heißt Blockbildung. Und dazu teilt man das Bild halt in mehrere Blöcke auf. JPEG, MPEG und H264 haben feste Blockgrößen und ab H265 gibt es ein Modell mit variabler Blockgröße. Das erkennt man hier rechts an der Grafik. Die Blöcke werden so lange verkleinert, bis sie keine oder nur wenig Struktur enthalten. Außerdem anhand dieser Kurve erkennt man dann, dass die Struktur entlang dieses Saums genauer aufgelöst werden muss als entlang einer großen Farbfläche. An dieser Stelle wäre es total super, wenn ich etwas über die diskrete Cosinus-Transformation sagen könnte, aber das sprengt leider echt den Rahmen meines 20-Minuten-Vortrags. Die nächste Annahme ist, dass aufeinanderfolgende Frames gleichen oder sehr ähnlichen Bildinhalt haben und dadurch können wir eigentlich nur das übertragen, was sich ändert und weniger Bandbreite nutzen. So, das Prinzip heißt Differenzbilder oder Delta-Bild. Ein Delta-Bild stellt jeweils nur den Unterschied zum vorherigen Frame dar. Regelmäßig werden Keyframes, sogenannte Interframes, übertragen, die ein vollständiges Bild darstellen. Dadurch wird Skipping ermöglicht, also wenn du in einer Videodatei nach vorne springst, springt der Player dann meistens nur zum nächsten Interframe und spielt das Video von dort aus ab. Eine Reihe dieser zusammengehörenden Frames, also immer ein Interframe und dann mehrere Delta-Bilder, heißt dann Group of Features. Es gibt die Interframes, dann gibt es noch die Predicted Frames, P-Bilder, und die zeigen einfach nur die Differenz an. Hier auf dem rechten Bild sieht man einmal ein Testvideo, Crowdrun heißt das, wo wir den ersten Frame, den zweiten Frame und hier die Differenz darstellen. Und wir sehen, so viel ändert sich eigentlich nicht. Der Baum ist zum Beispiel komplett dargestellt und fast ohne Änderung. Und das müssen wir einfach überhaupt nicht übertragen, weil wir sagen einfach, okay, für die nächsten 100 Pixel gibt es halt keine Änderung oder in diesem Blockbereich. Die nächste Annahme ist, dass eine Sequenz eine Bewegung abbildet. Wir können also zum Beispiel, wenn wir einen Block um ein Objekt haben, nur die Verschiebung dieses Objektes übertragen. Da gibt es zwei Möglichkeiten für einmal Global Motion Compensation und einmal Block-Based Motion Compensation. Und bei der Global Compensation verschiebt oder skaliert man das ganze Bild. Das ist gut bei Bewegungen, reinzoomen, rauszoomen und so weiter. Die Technologie wird allerdings nicht mehr so häufig angewendet, da sie relativ komplex in der Encodierung ist und im Outcome eigentlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Block Motion Compensation arbeitet allerdings mit Blöcken, die wir eben schon beschrieben hatten. Jedem Block wird in einem Suchradius mit dem nächsten Frame verglichen und die Position mit der geringsten Differenz wird dann als Vektor notiert. Der frei gewordene Bereich wird entweder durch eine Blockverschiebung gefüllt, also über eine weitere Blockverschiebung, oder durch eine Differenzbildung aus dem letzten Bild. Das Suchfenster kann auch auf Subpixel-Basis, also zum Beispiel auf ein Viertelpixel, gehen, aber wie granular das ist, hängt immer vom Codec ab. Ein Nachteil hat diese Bewegungskompensierung allerdings, und zwar gibt es immer Unebenheiten an den Blockgrenzen. Das kann man dann probieren, über Differenzbildung auszugleichen, jedoch gibt es einfach manchmal Blöcke, die halt verschoben werden, und das sieht dann komisch aus, vor allem wenn es auch einen Fehler in der Datei gibt oder einen Sprung in der DVD. So, das war's mit den Annahmen, die ich vorstellen wollte. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf H266 oder VVC eingehen. H266 und VVC ist derselbe Standard. Der wird zusammen von der ISO und von der MPEG, also der Motion Pictures Experts Group, entwickelt. Und die haben zwei verschiedene Namensschemata und darum hat der Standard zwei verschiedene Namen. H266 hat das Ziel, 50% weniger Bitrate bei gleicher subjektiver Qualität gegenüber dem Vorgänger zu haben. Das heißt, das Video, das gut oder gleich gut dargestellt werden soll, soll 50% weniger Traffic und Bitrate verbrauchen als bei H265.
So, H265 hatte dieses Ziel auch und dadurch sind wir bei 75% weniger Bitrate gegenüber H264. Was ändert sich jetzt? Ganz viele Dinge haben sich geändert. Ich habe jetzt einfach mal fünf rausgepickt. Das sind gar nicht fünf, das sind nur vier. Es gibt einmal eine veränderte Blockbildung. Der Helligkeitskanal kann zum Beispiel jetzt anders eingeteilt werden als der Chromat-Kanal, also Chroma-Blau und Chroma-Rot. Das ist total super, wenn du einen Kanal hast, der sich zum Beispiel in der Helligkeit nicht ändert, aber nur in der Farbe. Oder der sich in der Farbe nicht ändert, aber dafür in der Helligkeit total scharf. Der zweite Punkt ist, dass es virtuelle Bildgrenzen in einem Bild gibt. Das hat man aus der Realität genommen, hier von 360-Grad-Videos, die halt in der Mitte so eine Kante haben, wo es einfach dadurch, dass dass das Video aus sechs verschiedenen Kameras zusammengestitcht wird, gibt es einfach keine Überlappung und es gibt keine Verschiebung aus dem einen Bild ins nächste Bild und dadurch gibt es auch forcierte Blockgrenzen. Ein weiteres Ding ist der Palette Mode. Gerade bei Bildschirmübertragung brauchen wir nicht eigentlich alle Farben. Dafür brauchen wir eigentlich eine hohe Auflösung, um zum Beispiel kleinen Text halt gut darzustellen. Auf dieser Folie haben wir hier weiß, schwarz und ein bisschen gelb. Wir brauchen allerdings nicht den kompletten RGB-Farbraum oder YUV-Farbraum. Mit dem Palette Mode reicht es dann, die gegebenen Bilder auf ganz kleine Werte zusammenzusetzen und so eine höhere Auflösung bei weniger Daten darzustellen. So, wo wird H.266 jetzt verwendet? Der Standard ist seit 2020 verabschiedet und veröffentlicht. Es gibt eine V1 eines Encoders und der ist seit Mitte 2021 verfügbar. Es gibt allerdings noch keine oder nur sehr wenige Unterstützung in der gängigen Software, zum Beispiel FFmpeg, VLC-Player oder ungefähr jede Videobearbeitungssoftware. Dadurch dauert das einfach noch ein bisschen. Man kann sich allerdings zum Beispiel FFmpeg auch selber bauen mit dem H.266 Encoder drin. Ein weiterer Punkt sind die Co-Prozessoren. Eigentlich jedes Handy, jeder Laptop, jeder Computer hat einen Co-Prozessor für Videoencodierung und Videodekodierung und die gibt es auch einfach noch nicht. Das dauert jetzt einfach, bis die halt so nach und nach auf den Markt kommen. Die Adoptionsphase hat zum Beispiel H.265 jetzt 4, 5, 6, 7 Jahre gedauert. 2013 wurde der H.265 Standard veröffentlicht und in 2017 hat iOS dann angefangen, HEVC, also H.265, standardmäßigen Videos zu verwenden. So, das war es eigentlich schon mit meinem Vortrag. Ich habe einen Haufen Bildquellen verwendet. Da habe ich viele aus Webseiten oder aus Papern. Ich stelle den ganzen Vortrag auch online und da könnt ihr hier auf die Links draufklicken dann. An dieser Stelle möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Bei Feedback kommt gerne auf mich zu über Twitter, Fediverse oder andere Möglichkeiten, wie man mich erreichen kann. Danke fürs Zuschauen und euch noch einen sehr schönen RC3 und ja, einen guten Übergang ins neue Jahr. Ja, vielen Dank, Yannick, für diesen interessanten Vortrag zur Videokompression. Für Fragen steht euch Yannick gleich in der RC3 World zur Verfügung. Dort werden wir eine kleine Breakout-Session halten und zwar wieder in der FemAssembly. Also kommt gerne vorbei in die RC3 World zur FemAssembly. Next up, um 22 Uhr geht es weiter mit einem Schema, wie eine Verifikation der Stimmauszählung bei Wahlen möglich ist. Und um 24 Uhr, wie gewohnt, die Harriet News Show. Bis dahin!